Und damit willkommen zu einem neuen Part von New Super Mario Bros. 2. Wir sind in der Blumenwelt angekommen für uns. So, hier sehen die vorletzte Welt. Und dann machen wir weiter. Jetzt direkt mit dem Geisterhaus. Ja, komm, fangen wir das Geisterhaus an. Gucken wir mal, was daraus wird. Das Geisterhaus der Pilzwelt war ja ganz nice, fand ich. Und dementsprechend hoffe ich, dass das hier jetzt auch ganz nice ist. Das wäre schon ganz cool. Hätte ja sein können, dass da in der Ecke was ist. Okay, mit Spinnenweben. Das ist schon mal ganz interessant zu wissen. Guck mal. Secret Exit gibt es hier natürlich dann auch. Ich hoffe, der ist nicht so doll schwer versteckt. Guck mal. Okay, es geht hier schon mal nach oben. Alles klar. Hier dieser Ring. Der macht hier die ganzen Buhus zu Gold. Und da haben wir die erste Star-Coin. Okay, bisher sehr linear. Untypisch für ein Geisterhaus. Wie soll ich denn daran kommen? An diese Star-Coin. Das ist sehr fraglich, wie ich da rankommen soll. Gibt es hier irgendwo ein Secret? Irgendwie einen Schalter oder so? Irgendwie nicht. Ich versuche mal hochzufliegen. Ich versuche mal da irgendwie hinzufliegen. Ah. Jetzt. Und hier einfach so durch? Nein. Irgendwie nicht. Das ist merkwürdig. Stern. Ah! Ah! Aha! Nein, da hätte ich nach rechts gemusst. Ich könnte sein, dass dort rechts der Secret Exit ist. Das merke ich mir. Wow! Kann gut möglich sein, dass da der Secret Exit ist. Also, das ist schon mal ganz interessant. Und bisher gefällt mir das Level. Muss ich ganz ehrlich sagen. Bisher gefällt es mir. Wo ist die dritte Star-Coin? Wo ist die dritte? Warte, habe ich da was gesehen? Nee, ich habe nur den Kerzenständer im Hintergrund gesehen. Nein. Egal. Ich muss weiter. Dreh dich doch mal um. So. Da. Okay, passt. Haben wir? Sehr schön. Und rein hier. Okay, alle drei Starcoins, Secret Exit, wissen wir ja jetzt so wahrscheinlich auch schon, wo der ist. Oh, na toll. Okay, passt. Das passt. Ja, hat mir gefallen. War zwar sehr linear, allerdings. Das hat mich jetzt eher weniger gestört. Gut, dann sehen wir uns beim Stern wieder. Gerade das hier ist halt ein sehr cooler Überraschungsmoment, muss man einfach mal so sagen. Das ist schon ganz nice. So. Dann hier nach rechts. Ja, das ist der Secret Exit. Sowas von. Weil, wo soll er wann sonst sein? Ah, okay. Cooler Secret Raum hier im Secret Exit. Okay. Okay. Damit habe ich nicht gerechnet, dass es noch weiter nach rechts geht. Ich dachte, ich guck mal einfach mal. Aber okay. Und dann geht's hier rein. Ja, alles klar. Dann haben wir das schön schnell hier abgeschlossen. Bitter wäre natürlich jetzt, wenn hier nicht der Secret Exit ist. Aber sieht schon fast dann aus. Ja, es ist der Secret Exit. Ja, sehr schön. Sehr, sehr schön. Okay, wunderbar. Dann haben wir es doch ganz gut hinbekommen. Also doch, die Geisterhäuser der Extrawelten, sag ich mal, also von Pilzwelt und Blumenwelt, haben mir wirklich mehr gefallen als die Geisterhäuser der normalen Welten. Muss ich einfach so sagen. So, gehen wir jetzt hier in Blumen A hinein. Das sind ja noch zwei Extra-Level, die wir hier noch haben. Und hier jetzt ein Eislevel. Okay. Immer mit Tanuki. Haben wir ja eh. Also von daher, ja. Okay, Käfer kommt von oben runter. Ach, schön. Okay. Schön vorsichtig sein. Es sieht grafisch doch sehr schön aus, muss ich sagen. Jetzt sind wir auf einer Eisscholle unterwegs. Ist ja interessant. Ich behalte mal kurz den Käfer. Was? So. Okay. Oh, hätte ich da vielleicht auch... Na, nee, hätte ich nicht nach oben gekonnt. Hier kann ich nach oben. Kann ich noch weiter nach oben? Ja, kann ich. Aber damit überspringe ich doch ein bisschen was, oder? Ich weiß es nicht. Ja gut, die zweite Star-Coin wird eh jetzt erst gleich noch kommen, denke ich mal. Schön, hat man hier ein bisschen abgekürzt. Geht mal weiter. Da unten hin. Muss ich da unten hin? Mal lieber nicht. Da muss ich irgendwie was machen.
Mit dem Käfer muss ich arbeiten. Sehr schön. Starcoin Nummer 2. Also, wir haben nichts ausgelassen. Wie komme ich denn da eigentlich zu diesem Block hin? Hätte ich, glaube ich, auch mit dem Käfer machen müssen. Ja, brauche ich jetzt nicht. Brauche ich jetzt nicht. Da gibt es Münzen. Münzen brauche ich jetzt auch nicht. Hey, eine Rutschpartie. Oh, schon vorbei. Oder vielleicht doch nicht? Ja, doch, vorbei. Oh, jetzt mit einem Loch in der Mitte. Fies. Ist ja so fies. Aber dann gehen da die Koopas runter, oder? Tschüss. Ich gehe trotzdem mal eher nach vorne. Okay, soll ich den Koopa befreien? Eigentlich müsste ich zum P-Switch, aber ich komme gerade hier nicht raus. So, und schnell zum P-Switch. Eventuell brauche ich den P-Switch noch irgendwie für irgendwas. Das war ein bisschen knapp. Nee. Nee, hätte ja sein können, dass man die für die dritte Starcoin oder so braucht. Aber sieht nicht so aus. Okay, okay. Dann die Käfer, die lasse ich einfach mal laufen. Die springt schon selber in den Abgrund. Boah, es sind ganz schön viele Käfer. So. Ah, da ist die dritte Starcoin. Okay. Also nichts versteckt oder so. Passt. Jetzt gehe ich mal lieber in die Mitte. Nicht, dass da jetzt noch irgendwelche Gegner kommen. Nee, passt schon. Passt schon. Ja, ein sehr einfaches Level, aber auch irgendwie ganz cool. Irgendwie ganz cool. So, jetzt hier nicht zu voreilig sein. Komm, mach mal ein bisschen schneller hier. Bisschen hin hier. Motor starten und so. Ja, genau, so passt das. Ich habe nicht das One-Up bekommen. Fies. Aber okay. So, dann machen wir jetzt, denke ich mal, direkt Weltblumen B. Also das andere Secret-Level. Da ist noch eine Kanone. Ich denke mal, die wird zu Welt 6 führen, würde ich mal schätzen. Oder gibt es noch irgendwie eine andere Welt? Sternwelt zum Beispiel würde noch irgendwie passen. Speichern tun wir nicht. Wir gehen erstmal hier ins Warner-Haus. Und ja, die Kanone, die werden wir betätigen, sobald wir mit der Welt durch sind. Sobald wir mit der Welt durch sind, passt das dann. So. Rekord lag, glaube ich, hier bei 7 oder bei 8. Haben wir auf jeden Fall in den letzten Parts bekommen. Den Rekord. Ja. Komm, die Tabletten. Ah, schade. Ja, gut. Geht trotzdem. Ich gehe allerdings direkt raus, weil... Kostet nur unnötig Zeit. So, dann werden wir kurz noch das hier freikaufen. Genau. Sternmünzen haben wir eh genug. Und dann geht's jetzt hier in Blumen B rein. Und dann haben wir noch zwei normale Level vor uns. Und dann noch das Schloss. Also das Schloss würde ich gerne auch noch in diesem Part auch noch hinkriegen. Dass wir die komplette Blumenwelt heute abschließen. Das wäre eigentlich ganz nice. Oh, hier kann man nur leicht runterfallen. Wäre es dann nicht besser, eigentlich Tanuki zu nehmen, statt die Feuerblume? Gut, mit der Feuerblume kann man diese Stachis besiegen. Allerdings, weiß ich nicht. Ich glaube, Blume wäre trotzdem, Tanuki wäre trotzdem besser. Und nicht, dass jetzt hier noch Lakito kommt oder so. Bitte nicht. Ja, doch. Ja, doch. Okay, dann mal ab in die Lüfte. Ach, da haben wir schon die erste Starcoin in der Luft. Gut, dann können wir direkt erstmal ein bisschen weitergehen. Nächste Starcoin wird bestimmt ein bisschen auf sich warten lassen. Gehen wir mal hier hin. Was kriegen wir? Einen Stern. Sehr schön. So, gehen wir mal hier hin. Da können wir direkt mal einen neuen Lakito nehmen. Und wieder in die Lüfte gehen. Wieder in die Lüfte. Da sind ein paar Münzen in der Luft. Aber sonst weiter nichts. Okay, okay. Kann natürlich auch sein, dass irgendwie was am Boden mal ist. Zum Beispiel da unten. Da unten. Soll ich denn da hinkommen? Von hier? Ah, ich baue einen Lakito für. Oh, das war knapp. Das war knapp, muss ich ehrlich sagen. So, zack. Genau. Da wird wohl Starcoin Nummer 2 sein und Starcoin Nummer 3 nochmal in der Luft. Okay, okay. Erstmal die Starcoin, die ist wichtiger. Oh, doch. Oh, ja. Das war sehr erfolgreich. Sehr schön. Kein einziges Mal 5 Münzen. So, und dann hier hoch. Wunderbar. Hätte ich auch von der Seite kommen können? Weiß ich nicht. Da ist auf jeden Fall Starcoin Nummer... 3? Ey, das ist jetzt zu fies. Dann kurz abpassen. Nein, das war nichts. Jetzt sind da auch ein paar Stachis. Mensch. Das ist jetzt so doof. Das ist jetzt sehr, sehr doof. Ich warte nochmal kurz ab. Jetzt. Jetzt. Wunderbar. Okay, sehr schön. Ah, 5 Münzen. Brauche ich nicht. Und jetzt ab ins Ziel. Ab ins Ziel. Da sind wir.
Sehr schön. Haben wir dieses Level auch geschafft. War zwar ein Level mit Lakito, aber Dings ging das dann doch irgendwie. Irgendwie ging es schon. Dann können wir rein theoretisch direkt zum Schloss, aber da wollen wir natürlich jetzt noch nicht hin. Wir gehen jetzt zu Blume 2. Und noch die zwei normalen Level machen. Gift-Level. Okay. Cool. Hatten wir jetzt hier nicht so häufig. Gerade diesen Fisch dort unten hatten wir bisher gar nicht. Oh, gut. Das war ein bisschen riskant, aber es hat funktioniert. So, Paracupas. Nicht so schnell! Ich war ein bisschen zu dolle voreilig. Okay. Hat man jetzt hier gar kein Item bekommen, oder wie ist das? Irgendwie hatte ich das Gefühl, dass hier kein Item da war. Oh, vielleicht da drüben. Das kann natürlich sein. Ja, hier ist ein Blume. Kann sein, dass ich die vorher schon bekommen habe. So, weg mit dir. Soll jetzt nicht so voreilig sein. Dich hier nehmen, euch hier wegmachen und jetzt hier ganz normal weiter. Nicht hetzen. Keine Hetze. Starcoin mitnehmen. Wunderbar. Kurz warten. Hier rüber. Weiter geht es. Checkpoint erreicht. So, Mr. Fishy ist wieder da. Warte. Da kann ich mit einem guten Schuss eigentlich auch schon so bekommen. Wunderbar. Jetzt kommt das hier. Hier empfiehlt sich wirklich, die Blume zu nutzen und diesen Fisch immer wegzumachen. Weil der Fisch einfach doch dann zu lästig ist. Der kommt bestimmt gleich wieder. Soll ich hier mal kurz warten, bis der Fisch wieder da ist? Ich weiß halt nicht, wie lange es dauert, bis er wieder da ist. Ach komm, gehen wir weiter. Na toll, jetzt ist er natürlich wieder da. Ah. Gehen wir hier hoch. Okay, das war knapp. Oh nee, ich muss da unten hin. Wie soll denn das funktionieren? Wie soll das bitte schon funktionieren? Mit Tanuki vielleicht. Folgendermaßen, wir gehen auch erstmal auf diese Plattform rauf. Ich versuche irgendwie den Fisch wegzumachen. Haben wir. Dann zu Tanuki wechseln. Dann hier runter. Nee, ich hätte springen müssen. Jetzt ist natürlich mein Tanuki weg. Das ist doof. Oder, ja, ist ja logisch. Wow. Das hier mit fortführen. Also ich brauche das Ding hier. Gut, mit Tanuki wäre es vielleicht auch gegangen. Das ist gut möglich. Allerdings, das Ding brauche ich halt, um dahin zu kommen. Mit einem normalen Sprung kriegt man das nicht hin. Okay, dann ist das Rätsel auf jeden Fall gelöst. So, und hier rauf und wunderbar. Hui! Mensch, du Fisch. Mach Fischstäbchen aus dir. Ah, nee, Rotprinzen brauche ich nicht. Oh, nee, du... Nein! Du, nein! P-Switch? Ich nehme mal lieber die Feuerblume. Weil ich weiß nicht, wofür der P-Switch ist. Okay. Ich dachte, ich brauche den P-Switch für irgendwas ganz Bestimmtes. Dass ich nur da mit einem P-Switch an die Starcoin rankomme. Ey, ist mir zu riskant mit den Spinnen. 10 Münzen reichen mir. Okay, dann haben wir wenigstens dieses Level abgeschlossen. Das war auf jeden Fall deutlich schwieriger. Hat mir aber auch sehr dolle gefallen, tatsächlich. Fand ich ganz nice. So. Und so, wunderbar. Schon wieder nicht One-Up. Ich bin doch an der Spitze. Mann. Die sind echt da sehr genau, was die Fahnenstange betrifft. Muss man einfach mal so sagen. So. Dann geht's weiter mit Blume 3. Was haben wir jetzt noch für ein Level? Eben Gift. Jetzt haben wir Wolke. Wolke haben wir. Hier ein Block, okay. Was wird das jetzt für ein Level sein? Eine Rutschpartie? Okay. Okay, das war jetzt bisher sehr interessant. Muss ich einfach mal so sagen, rote Münzen gibt mir nur ein One-Up. Allerdings habe ich noch keine Starcoin. Das Starcoin gefällt mir halt nicht. Was war das? Riskantes gerade. Oh, Starcoin. Cool. So, weiter geht die Rutschpartie. Ah, gut, jetzt nicht ganz so lange. Mini-Pilz? Okay.
Ausrüstung. Aber gut, dass diese Blöcke hier nicht getriggert werden mit Mini Mario. Da ist eine Röhre. Nein! Ah, es musste doch passieren. Da ist eine Röhre. Für Mini Mario. Wahrscheinlich zweite Star Coin, würde ich schätzen. Aber cool, dass hier jetzt Mini Mario aufkreuzt und dass es Mini Mario dementsprechend auch hier als Item gibt. Das finde ich sehr, sehr cool. Und diese schwierige Stelle ist hier direkt beim... Die ist ein Glück beim... nicht Secret Exit, sondern beim Checkpoint. So, das ist auch nicht frustet. Gerade wenn man so unfähig ist wie ich. Gerade wenn man so unfähig wie ich ist. So. Noch ein Sprung und... Nein, das hat nicht gereicht. Und jetzt. Nee, das reicht immer noch nicht. Warte. Jetzt haben wir's. Okay, okay. Da war ich ein bisschen angespannt. So, was kommt jetzt? Was kommt da raus? Ein Stern. Okay. Gehen wir mal weiter. Ich muss wohl nach oben. Ich muss wohl nach oben. Dann gehen wir mal nach oben. Ah, da ist die Starcoin. Dann gehen wir mal weiter nach rechts hier rüber. Denn hier geht's mit der Röhre nach unten. Okay. Brauche ich jetzt noch Mini Mario? Ich denke mal und hoffe mal nicht. Daher nehme ich jetzt die Feuerblume. Ich hoffe, hier gibt's einen Boden. Gibt's hier einen Boden? Es gibt ja keinen Boden! Nein! Man muss mit Mini Mario weitermachen. Ey, man konnte nicht so weit nach unten gucken. Das ist fies. Wenigstens habe ich die kleine Röhre jetzt auf Anhieb getroffen. So, dann wollte ich mit Mini Mario weitermachen. Okay, ich hätte vielleicht drauf kommen können, ja. Das ist jetzt ein bisschen doof. Okay, haben wir. Sehr schön. Jetzt nur irgendwie ab ins Ziel. Einen schönen großen Sprung. Ja, wunderbar. Okay, das war ja nicht so schwer. Das war ja echt nicht schwer. Aber ich habe es natürlich mal wieder schwer gemacht. Okay, nochmal ein goldener Block. Das heißt jetzt nochmal ordentlich Coins. Und dann geht es auch ab ins Ziel wahrscheinlich. Ja, es geht erstmal nach oben. Das ist irgendwie trotzdem nochmal ein Fun-Level, was doch irgendwie ganz cool ist. Aber ja gut. So, ich will jetzt ab ins Ziel. Ab ins Ziel. Ah ja, gleich. Nochmal an Gegnern vorbei. Ne, ich laufe da jetzt unten lang. Ist mir jetzt nur zu riskant. Sehr schön. Okay, dann haben wir tatsächlich wirklich jetzt noch Zeit fürs Castle. Sehr, sehr schön. Dann machen wir im nächsten Part Welt 8. Entweder werde ich Welt 6 meinte ich natürlich. Entweder werde ich Welt 6 in einen großen Part reinmachen. Oder in zwei kleine Parts. Das werde ich dann sehen. Weil es kommt ja dann noch der Endboss. Oder wir machen... Ah, gucken wir mal. Das werde ich dann sehen, wie sich das am besten anbietet. So, ich habe jetzt direkt mal ein Pilzhaus genommen, weil damit ich wieder ausgerüstet bin. Wir haben ja so viele Pilzhäuser, die wir nicht betreten haben. Daher, da haben wir mehr als genug. So, let's go. Blume, Schloss. Die Kanone werden wir im nächsten Part dann betreten. Nicht mehr in diesem Part. Dann können wir damit im nächsten Part schön direkt starten. Okay, da jetzt kommen nur Gegner raus. Ich behalte mal Tanuki. Obwohl, vielleicht ist Tanuki hier jetzt nicht so das Wahre. Weil mit der Feuerblume kann ich aus der Entfernung die Bonbons betätigen, sag ich mal. So, hier stellt euch. Wunderbar. Ist hier vielleicht irgendwas in der Mitte? Die Münzen sahen so auffällig aus. Und tatsächlich ist hier was. Hier ist ein Stern, alles klar. Aber okay, mehr gibt's hier nicht. Und keine der Röhren. Strange. Sehr, sehr strange. Und wehe, man überspringt jetzt damit wieder eine Starcoin. Wehe. Okay, Peace Switch weg. Nee, da überspringt man jetzt keines. Oder? Okay. Nein. Jetzt bin ich hier wieder zurück. Ja, toll. Ich werde mal jetzt die Feuerblume nehmen. Das ist jetzt hier ein bisschen fies. Das ist sehr, sehr fies.
Man überspringt halt eine schwierige Passage. Eigentlich gar nicht mal so verkehrt. Okay, wir sind am Checkpoint angelangt. Was, hier gibt es kein Item? Ernsthaft? Vielleicht dort? Ja, vielleicht hier. Ja, hier. Hier. Okay, okay, okay. Weiter geht es. Wir brauchen immer noch Starker Nummer 2 und Nummer 3. Ich habe keine Ahnung, wo die sind. Oh, der ist so hochgesprungen. Okay, hier ist eine Starcoin. Ja, es ist bitter. Es ist bitter. Okay, okay. Oh, die Bälle. Die Bälle. Problem ist, dass ich jetzt klein bin. Ich will nicht klein sein. Ich will nicht klein sein. Ist da unten vielleicht irgendwas? Nein. Ich gehe da jetzt nicht runter. Die letzte Starcoin kommt bestimmt noch. Gehen wir mal hier hin. Dann nach oben. Aufs nächste drauf. Hier hin. Nein, in der roten Röhre kann ich bestimmt nicht rein. Okay, da. Da ist die letzte Starker. Okay, okay. Das umdrehen. Ich bin eh klein, also von daher einfach durch da. Allerdings nicht so. Aber wir haben noch eine Chance. Wir haben noch eine Chance. Ich habe nur Angst, dass die Bälle mich irgendwie zerquetschen können. Davor habe ich so ein bisschen Angst. Ey, das ist doch nicht wahr. Ich drücke übrigens nicht B. Wenn mich der Ball berührt. Also ich springe automatisch so. Ah! Der eine Ball ist oben. Der eine Ball ist oben. Ja, moin. Na toll. Jetzt komme ich nicht mehr hoch. Hallo, ich will hier hoch. Danke. So. Oh mein Gott. Oh nein. Oh nee. So, Pilz her. Wird jetzt ein schwieriger Bosskampf? Weil ich nur groß bin, keine Feuerblume, kein Tanuki. Aber gucken wir mal, was draus wird. Von den Bällen her müsste ja klar sein, wie der Boss jetzt arbeitet. Es müsste ja klar sein. Oh, und so auch dieses. Okay, okay. So, mein Freund. Lemmy müsstest du sein, richtig? Jonas hat auch mir geschrieben, ich sollte unbedingt mal die Cooperlinge lernen. Da hat er sowas von recht. Da hat er sowas von recht. Ja, du müsstest Lemmy sein. So. Oh, das ist fies. Das ist mehr als fies. Och, kann ich das Ganze jetzt nochmal machen? Okay, wir sehen uns gleich wieder. Bei der Tür. Selbe Schwierigkeit. Ich bin wieder nur groß. Bei der zweiten Starcoin habe ich mich treffen lassen. Naja, ja, okay, okay. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Umso langsamer ist er, um hierher zu kommen. Achtung, gleich ist er ganz schnell nach rechts. Es ist echt fies hier. Aber ich finde das Prinzip sehr, sehr cool. Also das macht es auch besonders. So, okay. Ist in Ordnung, ist in Ordnung. Nein, das ist jetzt nicht in Ordnung. Das ist in Ordnung. Achtung, er braucht lange jetzt. Und jetzt geht es ein bisschen schneller. Problem ist, ich bin nur klein. Ach, Mann, oh. Okay, einer der Bälle wird bestimmt das oben treffen. Ja, ist klar. Vielleicht der zweite Ball wieder oben treffen? Nein. Jetzt habe ich ihn. Sehr schön. Huh, da war ich ein bisschen angespannt, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es hat funktioniert. Es hat funktioniert. Gib mir den Schlüssel her. Gib mir den Schlüssel her. Danke. Okay. Und dann können wir im nächsten Part in die letzte Welt starten. Und die wahrscheinlich schwierigste Welt. Also das wird ganz nice. Anfangen wir natürlich den Part mit der Kanone. Da will ich mich jetzt auch direkt hin positionieren, damit ich das im nächsten Part nicht vergesse. Blumenpaket ist jetzt für Münzrausch verfügbar. Yes, nice, nice, nice. Speichern möchte ich nicht. Immer diese ganzen Abfragen. Willst du speichern? Willst du speichern? Nein, ich will nicht speichern. Gut, dann bis zum nächsten Part. Euch noch einen schönen Tag. Vielen Dank fürs Einschalten. Und ciao.